Du musst nur noch seine Kamera in die Finger bekommen. Vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit, wenn du ihn besiegst. Du klopftest dir den Staub von der Hose und setztest deine Reise fort. Lass mich mal sehen. Die Luft wurde feuchter und es wurde immer schwerer, deine Stiefel aus dem Schlamm zu heben. Der modrige Geruch abgestandenen Wassers stieg dir in die Nase. Du hattest das Sumpfgebiet erreicht. Und damit, hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inscription. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge lief es extrem schlecht. Und der Jäger hat uns verraten. Was mir gerade aufgefallen ist, während der Zeit zwischen den Folgen, ich habe komplett vergessen, dass wir hier irgendwie noch ein Ding hatten. Was hast du zu sagen? Arg. Den Angler verlieren zu sehen, das hat meinen Schmerz wirklich gemildert. Ein alter Rivale von mir, dieser Fischer. Diesmal hat er mich geschlagen, doch ich werde noch eine Chance haben. Okay. Ne, da ist ja nichts mehr drin, genau. Genau, wir hatten diesen Topf. Ich stelle den Topf mal hier hin. Ich weiß nicht ganz, was der Topf kann, aber keine Ahnung. Spielen wir mal weiter. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe diesen Topf komplett vergessen. Rattenkönig Wolf Ringwurm. Ich nehme Rattenkönig mit. Der ist nicht sehr schlecht. Gegenstände haben wir, glaube ich, genug. Ich hätte gesagt, wir gehen über den Ritualstein. Seltsame Larve. Wir opfern den Rattenkönig für die schwarze Ziege. Dann droppt die beim Opfern Blut und Knochen. Das ist richtig OP, Mann. Ups, das Spiel laggt ein bisschen. Ich hoffe, es wird nicht noch schlimmer. Jetzt hat er gesetzt eine Ameise und einen Ringwurm. Diese Larve interessiert mich halt extremst. Was kann die? Mal schauen. Oh, wir haben die Ziege, nice. Dann spiele ich die. Ah, nee, warte. Wir warten noch eine Runde, wir warten noch eine Runde. Die Larve wird sich überleben. Mist. Ja, Mann, ich bin einfach schon fast tot. Okay, warum laggt's gerade so schlimm? Ich kann gerade nicht sagen, warum das Spiel gerade so schlimm laggt. Und den Grizzly. Und den setze ich hier hin. Dann haben wir tonnenweise Ding. Ah, Mist, ich bin tot. Das hat schon mal gut angefangen. Ich hatte auf mehr gehofft. Mist, ich habe mich nicht konzentriert. Wolfsjunges, Schnappschildkröte oder Leichenmad. Ich nehme das Wolfsjunge mit, das ist nice. Was haben wir für ein Ding? Ah ja, wir haben die Raben. Was ist das hier? Was war das nochmal? Oh, irgendetwas opfern. Nimm was anderes. Es ist deine Entscheidung. Was opfer ich? Ja, das Wolfsjunge. Da ist so. Habe ich gekriegt? Keine Ahnung. Machen wir mal weiter. Ah, okay.
Er kommt mit zwei Eisvögeln und einem Ochsenfrosch. Ja, moin. Diese Stelle? Ja, die Stelle. Bist du sicher? Die Eisvögel nerven halt extremst. Mach mal hier eine Biene hin. Vielleicht, ne, die Biene kann schon nicht droppen. Ich hasse die Eisvögel, weil die kann man nicht hitten. Da mal eine Biene hin. Machen wir hier die Larve hin, so. Und hoffen, dass die entwickelt. Zum Glück machen die Eisvögel nur ein Damage. Ein Eichhorn? Dann hätte ich gesagt, nehmen wir den Wolf. Den verkrüppelten Wolf. Nutze mich klug. Der Mottenmann! Der Mottenmann, wer ist er denn? Der Mottenmann, was zur Hölle? Boah, macht er viel Damage, der Mottenmann. Der Mottenmann, der ist ja geil. Der hartnäckige Skink, er huscht beiseite, wenn er angegriffen wird und lässt seinen Schwanz zurück. Oder die schwarze Ziege noch einmal. Wir nehmen die Ziege mit, dann können wir die fusionieren hier drüben beim Pilzmann. Hast du... Wir vermeiden die Bezeichnung Versuchsobjekte. Ja, die Ziege. Du solltest... Das willst du nicht sehen. Was bringt das eigentlich? Die Operation ist... Sie abgeschlossen? Ich weiß halt nicht, was der Typ bringt. Ich weiß halt nicht, was es bringt, Karten zu kombinieren. Das habe ich bis jetzt nicht begriffen. Er hat zwei Bienen. Wir haben eine zusammengeschusterte Ziege, warum auch immer. Das weiß ich bis jetzt noch nicht, was diese bringt. So, nehmen wir die Ziege und machen wir den Grizzly dahin. Boah, fast ein One-Hit. Ja moin, der Grizzly ist einfach fast ein One-Hit. Gar nicht gewusst. Ich muss dir vertrauen. Oh, der Mantis. Schade, nichts für Knochen. Aber er ist sowieso tot. Zack. Wir gehen in die Höhle. Die Prüfung der Verwandtschaft. Um zu bestehen, müssen mindestens zwei der drei gezogenen Karten verwandt sein. Die Prüfung der Knochen. Um zu bestehen, müssen die drei gezogenen Karten insgesamt mindestens fünf Knochen kosten. Die Prüfung der Weisheit. Um zu bestehen, müssen sich auf den drei gezogenen Karten insgesamt mindestens drei Siegel befinden. Wir nehmen die Siegel, hätte ich gesagt. Möge die Prüfung der Weisheit beginnen. Eins, zwei, drei. Eine von der Karte Hermelin, eine von der Karte seltsame Larve, zwei von der Karte schwarze Ziege. Du hast bestanden. Was bist denn du? Kartenzähler. Der sieht richtig spannend aus irgendwie. Ich will den, der sieht so spannend aus. Oh, wir kommen zur Holzschnitzerin. Die greise Holzschnitzerin erschien vor dir. Sie bewegte sich trotz ihres hohen Alters mit einem gewissen Elan. Schlangen? Fliegen? Oder was ist das? Wenn eine gegnerische Kreatur von einem leeren Feld platziert wird, bewegt eine
Bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich auf dieses leere Feld? Ah, okay. Nimm, glaube ich, das. Nehmen wir das und den Raben. Genau. Die grauhaarige Frau sammelte still ihre Schnitzereien ein und ging fort. Jetzt kommen wir wieder zum Fischer. Du sahst einen ungeheuren Mann an einem schlammigen Teich kauern. Er schien Fleischbrocken aus einem toten Fisch zu reißen. Einige der Brocken warf er zurück zum Teich, wo schaurige Vögel sie verschnappten. Und einige stopfte der großschlächtige Mann sich unachtsam in den Mund. Du bringst Fisch frisch? Wählen leicht. Jetzt hat er hier einen Eisvogel. Ich mach das mal dahin. Und wir haben einen Karnickel. 2 Damage. Aber der Drecksack kommt immer mit Eisvögeln. Hier nehmen wir ein Eichhorn. So, dann brauche ich wieder ein Eichhorn mehr. Dann stellen wir hier den verkrüppelten Wolf hin. Bist du sicher? Ja, bin ich mir. Sorry, falls die Folge ein bisschen laggt. Keine Ahnung, das Spiel laggt gerade an sich einfach ein bisschen. Ich kann euch nicht sagen, warum. Hier, nehmt das Eichhorn mit. Sehr gut. Das wird ein bisschen ein ewiges Hin und Her wegen den Eisvögeln. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir würden hier drauf gehen. Ich nehme mal eine Karte. Riecht nach Fisch. Mach die mal dahin. Ich weiß halt nicht, wie du Wasserkreaturen bekämpfen kannst. Ich habe wirklich keine Ahnung. Nee. Ach, er klaut mir sonst den Wolf. Ja, ich kann nichts tun. Ich bin voll. Ah, ich konnte ihn unterbrechen. Gott sei Dank. Fischen geh. Ja, jetzt kommt er natürlich mit seinen Haifischen, ne? Hermelin, hierhin mit dir. Diese Stelle? Ja. Fischen geh. Ja, okay, Diggi. Ich möchte die bitte. Danke. Dann nehmen wir zwei Eichhörnchen, opfern die durch die und nehmen eine Biene und stellen die dahin. Yes, wir haben ihn. Gut. Das war ein guter Schachzug mit dem Hai. Deine Leben sind wiederhergestellt. Yes, wir haben wieder Full Life. Perfekt. Vielleicht könnte ich eine von diesen hier locken. Der standhafte Maulwurfsmann. Die ultimative Verteidigung. Oder die Amöbe. Nimm den Maulwurfsmann. Macht zwar kein Damage, aber ist sehr günstig und standhaft. Als der Teich hinter dir lag, nahmst du einen tiefen Atemzug frischer Luft und zogst weiter. Lass mich überlegen. Das wohltuende Gefühl frischer Luft wich schnell einer markgefrierenden Kühle. Wo sich der Weg befand, der vom Schneefall immer mehr verdeckt wurde, konntest du nur erahnen.
Du hattest die Schneegrenze erreicht. Wir sind wieder hier. Ich will kurz das... Stell die mal dahin. Wo kann ich die sonst noch hinstellen, die Vase? Nee, hier kann ich sie nicht hinstellen. Da auch nicht. Nee. Hier sind auch noch die Pilze. Ich stelle den Topf mal hier hin und ich habe gerade noch Zähne gesehen hier. Ich weiß halt nicht, was die Pilze bringen, ne? Kann ich auch nichts mehr machen. Das mit dem Kleeblatt ist mir noch ein riesiges Rätsel. So, wir haben wieder eine Prüfung. Die Prüfung der Knochen. Um zu bestellen, müssen die drei gezogenen Karten insgesamt mindestens 5 Knochen kosten. 3 Siegel oder Verwandt, 2 Stück. Ich glaube, ich nehme 3 Siegel. Okay, die Prüfung der Weisheit beginnen. Ah, Mist, hat nicht gereicht. 0 von der Karte verkrüppelter Wolf, 2 von der Karte schwarze Ziege, 0 von der Karte Grizzly. Gescheitert, flüsterte die Kreatur, als sie in der Schwärze verschwand. Das war ein Flop. Wir könnten wieder mal was opfern, ne? Können wir gerne mal eine Karte opfern. Für das bekommt man ja auch Boosts, so gesehen. Welche Karte hat uns nicht viel gebracht? Die war eigentlich gar nicht so schlecht wegen den Karnickeln. Ah, Mist. Ja, weg mit der Schnappschildkröte. Ich opfere die Schnappschildkröte. Okay, man kriegt einfach nur so eine Knochenmünzkarte. Okay. Okay. Rabenei, Wolfsjunges. Ach Gott, das ist ja schon mühsam von Anfang an. 2-2. Ich glaube, das könnte klappen hier. Hm? Da war gerade eine Spinne. Ach, okay, das war höchstwahrscheinlich ein Fehler. Autsch. Das war, glaube ich, ein Fehler. Okay, er konnte das Wolfsjunges zum Glück killen. Aber die Raben sind jetzt zurück. Au, das hat jetzt gerade ziemlich viel Damage gemacht. Wir opfern den gegen den. Der Maulwurfsmann verteidigt. Dann kriegen wir halt ein bisschen Damage. Der Maulwurfsmann hat beide geblockt. Okay, gut zu wissen. Haben wir da mal die seltsame Larve hin. Okay, der Damage ist gerade ziemlich krass. Der geht drauf, der macht Damage mir, der geht drauf. Und der wird geblockt. Ich glaube, ich sollte die Runde noch überleben, wenn ich mich nicht toi. Nein, ich überlebe die Runde nicht. Mann. Es schmerzt, das zu sehen. Ja, das tut es wirklich. So, ich will nochmal kurz schauen, was der Ding jetzt zu sagen hat. Oh, wie ich sehe, hast du einen besonderen Trumpf im Ärmel. Keine Angst, ich werde dich nicht auffliegen lassen. Du musst nur noch seine Kamera in die Finger bekommen. Vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit, wenn du ihn besiegst. Ah, wir haben einen Kamerafilm.
müssen eigentlich jetzt das Spiel zu Ende spielen. Okay. Aber wie das rauskommt, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Inscription wieder. Schaut gerne meinen anderen Projekten vorbei. Hätte ich gesagt. Bis zum nächsten Mal.